Eisenbahnen und Radiotechnik. Nur hier bei Berger Max. Ich war mal wieder bei einer privat organisierten Fotofahrt mit dabei. Diese fand am 29. April 2023 statt. Zum Einsatz kamen die Triangula 211073 mit drei BGHW-Wagen des Sächsischen Eisenbahnmuseums Chemnitz-Hilbersdorf. Allerdings konnte ich leider nicht den gesamten Tag teilnehmen. Warum? Das zeige ich euch jetzt. Zunächst ging es mit der Soundmaschine ALA 232088 über die Hochdonnbrücke, über den Nord-Ostsee-Kanal. Hier zwei kleine Impressionen. Anschließend ging es mit ihr auch noch mit dem vollen Zug durch den Hamburger Hauptbahnhof und durch das Zentrum von Hamburg. Aufgrund von Bauarbeiten war dies notwendig. Und danach seht ihr das nächste Highlight, weshalb ich leider später gekommen bin. Nachdem ich die Lok in Aschersleben abgestellt habe, habe ich noch durch Zufall mitbekommen, dass der Stuttgarter Rösler durch Aschersleben kommt. Fix mein Handy rausgeholt, da konnte ich noch die Ausfahrt filmen. Dieser schicke Triebwagen der ehemaligen Deutschen Bundesbahn war angemietet von Nostalgiezugreisen. Sie veranstalteten eine Sonderfahrt von Goslar über Bad Harzburg und eben auch Aschersleben nach Stolberg in den Harz. Das war ein kurzer Abriss, warum ich denn erst später dran teilnehmen konnte. Die 211073 wurde natürlich auch richtig beschildert und sie befuhr die Strecken von Leipzig, dem Leipziger Güterring, nach Eilenburg bis hin nach Doberlo-Kirchhain und retour sowie von Mokrena nochmal über Eilenburg nach Delitzsch-Güterbahnhof. Eingestiegen bin ich bei der Fahrt von Doberlo-Kirchhain über Eilenburg nach Leipzig. Zu sehen hier die Wurzener Straße in Mokrena. Diese bietet noch immer ein herrliches Ambiente für Fotos und natürlich auch Videoaufnahmen. Auf der ehemaligen Ladestraße des Bahnhofs Jesewitz, dort entschieden wir uns für eine sehr bewegte und lebendige Szene. Natürlich hielt der Zug auch an den Bahnsteigen, wie es für einen Reisezug auch üblich ist. Daniel, bevor die Szene natürlich losging, wurde natürlich auch alles in Stellung gebracht. Wir bringen jetzt alles auf Position. Sobald es losgeht, sage ich dir Bescheid. Wenn es dann losgeht, wenn möglich, bitte konstant schneller werden. Letzte Regieanweisungen des Veranstalters gab es natürlich auch noch an das Zugpersonal. Also, wer macht gerade selber ein Foto?
Die Fahrt war natürlich auch am Sonnenstand orientiert. Gut, die Sonne, die war im süddeutschen Raum nicht ganz so vertreten, bis gar nicht. Somit rauschte planmäßig der Leerzug von Leipzig bis nach Mokrena durch, machte dort Kopf und fuhr dann nochmal nach Delitzsch Güterbahnhof. Die Durchfahrt, die habe ich in Eilenburg gefilmt. Wir bleiben in Eilenburg, allerdings wechseln wir nach Eilenburg-Ost. Eilenburg-Ost ist zum einen ein Haltepunkt, aber auch ein Bahnhof. Die zwei linken Gleise gehören zur Eisenbahnstrecke Eilenburg nach Preetsch und hat zwei Bahnhofsgleise, dorthin gehören auch die Formsignale. Die beiden rechten Gleise gehören zur Strecke Eilenburg weiter nach Falkenberg. Dies ist eine Blockstelle und dort ist es einfach nur ein Haltepunkt mit zwei Blocksignalen. Der Fahrdienstleiter, der sitzt links im versteckten Bahnhofsgebäude. Markant auf dieser Strecke sind die Betonmasten der Quertragewerke von der Oberleitung. Alles sah so frühlingshaft aus, auch hier in Kämmereiforst, nur leider fehlte die Sonne. Hier sehen wir nun die Einfahrt unseres Fotozuges. Zwischen Kämmereifurst und Krensitz habe ich mich mal in einem Rapsfeld positioniert. Im Hintergrund nach dem Schwenk sieht man auch die Sonne, wie sie etwas Licht auf die Erde abgibt. Natürlich leider nicht auf unsere Fotostellen. Wir kommen nun zu meiner letzten Aufnahme. Die entstand beim Weichenwärter in Krensitz bei der Ausfahrt. Es war wieder eine schöne, kleine, gelungene Veranstaltung. Schade nur, dass das Wetter nicht mitgespielt hat. Ebenso war es auch wieder schön, alte, bekannte Gesichter gesehen zu haben und wieder ins Gespräch zu kommen. Auch die Gesichter, die man eine Woche zuvor gesehen hat bei der Fotofahrt mit der Tigertrommel 120-274 rund um Gera. Wir haben hier den 29. April 2023 geschrieben. Ich bin Max Berger, habe gefilmt und moderiert und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch mit meinem kleinen Exkurs auf meine Arbeit. Bis zum nächsten Mal, euer Max Berger.